also ich werde es auf jeden Fall so handhaben, so wie es vor der Woche auch gesagt hat, dass die meiner Meinung nach definitiv bestmögliche Mannschaft morgen auf dem Platz steht, weil in dieser Woche gibt es für uns, das habe ich auch schon mehrfach betont, kein Ranking von Spielen. Der Pokal ist ein unglaublich wichtiger Wettbewerb für uns. Wir treffen auf eine Mannschaft, die wir uns sehr genau angeguckt haben, wo wir auch wissen, dass es auch Sachen gibt, mit denen sie uns wehtun können, und wir werden auf jeden Fall sowohl was das Personal angeht, als auch was die Spielvorbereitung angeht, nicht den Hauch von Luft da dran lassen. Wir sind alle sehr, sehr bereit für dieses Spiel morgen Abend, weil es ein sehr wichtiger Wettbewerb für uns ist, und wir natürlich auch die Erwartung haben, dass wir morgen Abend in unserem Stadion in der Lage sein werden, da eine Runde weiterzukommen. Deshalb rein aufs Personal bezogen nochmal, die bestmögliche Mannschaft wird morgen auf dem Platz stehen, die wir zur Verfügung haben. Es gibt ja eine Bremer Viererkette, die ihr knacken müsst mit Rhein-Werder Rahnern. Wie gut kennst du denn Teuerkauf, Hüsing, Manon Busch und auch Mainka? Also Patrick Mainka von allen am wenigsten. Ich weiß natürlich, wer er ist, und ich weiß auch, dass er hier gespielt hat, aber wenn mich nicht alles täuscht, haben sich unsere Wege nie gekreuzt hier, wirklich. Ja, die anderen kenne ich gut. Also schöne Erlebnisse mit ihnen zusammen gehabt, also wirklich auch mit Manon sind wir damals mit Viktor zusammen, Viktor als Trainer und ich als Co-Trainer, Deutscher U17, Vizemeister geworden. Das Poster hängt noch bei mir im Keller, das war also die Ankündigung fürs Finale. Mitchell Weiser und Manon Busch sind da drauf, also das kenne ich noch ganz gut. Manon kenne ich sehr gut, Olli von allen allerdings mit weitem Abstand am besten, auch privat ein sehr gutes Verhältnis, und ich denke, nach dem Spiel wird das auch so weitergehen. Also Olli kenne ich seit er 12 ist. Und ja, würde ich schon fast von einem freundschaftlichen Verhältnis sprechen, privat. Aber das spielt jetzt keine Rolle für das Spiel. Norman, klar, kenne ich auch sehr, sehr lange. Ein paar Mal zusammen am Trainingsplatz gestanden. Weiß, dass er ein sehr enges Verhältnis zu Björn Dreyer hat. Von daher weiß der diese Woche gar nichts, Björn Dreyer. Und ja, freue mich, die Jungs hier wiederzusehen. Sollen sich das Stadion schön angucken, das Flutlicht genießen, aber auf jeden Fall nicht gewinnen. Das, so weit geht die Freundschaft dann nicht. Das wollen wir schon. Ja, ich glaube, Olli macht eine sehr gesunde Entwicklung durch. Also ich bewerte sie sehr positiv. Olli ist für mich jemand, der grundsätzlich mich nicht zu lange daran festgehalten hat. Also sag's mal andersrum, Olli ist das Status nicht so wichtig. Also er war ja hier auch Profi, er hat ja auch durchaus Einsätze hier gehabt, aber war immer vierter, fünfter Mann bei den Profis in Verteidigung und hat dann sehr früh für sich entschieden oder sehr klar für sich entschieden, dass für ihn sehr wichtig ist zu spielen, sich aber immer mit dem festen Ziel Bundesliga vor Augen, und das hat er auch immer noch vor Augen, das weiß ich. Hat dann eine sehr gute Zeit in Rostock gehabt, hat da gespielt, aber überall, wo er war, als Führungsspieler und als Person unglaublich anerkannt und hat aus meiner Sicht, wir haben im Sommer da auch ein bisschen drüber geredet, jetzt einen sehr klugen Schritt gewählt nach Heidenheim, hatte da ja auch am Anfang ein bisschen Verletzungsprobleme, jetzt hat er sich reingespielt und bin mir auch sicher, dass er sich festspielen wird, und ich bin mir immer noch sicher, dass man Olli irgendwann in der Bundesliga sehen wird, und was mir, wie gesagt, was ich immer sehr schön finde, ist, wenn ein junger Spieler einfach auch die Entwicklung in den Vordergrund stellt und sich nicht krampfhaft an einem Status festhält, sondern hat dann gesagt, ich gehe dahin, wo ich mich am besten entwickeln kann, und das war dann in dem Falle ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr Werder Bremen, und das ist auch bei seiner Verbundenheit zu diesem Verein bestimmt kein einfacher Schritt gewesen für ihn, aber nötigt Respekt ab und er ist auf einem guten Weg. Ja, es ist eine unglaubliche Konstanz in Heidenheim. Das heißt, sie haben eine große Sicherheit auch in ihrem Spiel. Sie haben zwar im Sommer den einen oder anderen Spieler verloren, dafür aber auch aus meiner Sicht Qualität wieder dazugeholt. Sie haben ein sehr klares Spielsystem, haben mit dem Trainer jemanden, der sehr, sehr lange schon dort vor Ort ist, wo sehr viele Automatismen zu erkennen sind. Zudem sind sie sehr mutig. Also es macht für sie eigentlich keinen großen Unterschied, ob sie in München spielen oder jetzt zu Hause gegen Pauli spielen. Die Ausrichtung ist eine spielerische. Grundsätzlich trauen sich auch zu zirkulieren hinten in der letzten Kette. Da haben wir schon auch, das ist teilweise dann auf meiner Sicht auch Bundesliga-Niveau, wie sie in der Spieleröffnung sich bewegen. Deshalb ist es auch nicht der klassische Pokalansatz für uns zu sagen, vorne drauf und Vollgas, sondern man muss schon auch darauf achten, was hinter einem passiert. Dazu sind sie gut organisiert in der Defensive, haben immer einen klaren Plan, spielen relativ ähnliche Systeme zwar, aber immer in Nuancen auf den Gegner angepasst. Und das zeigt auch die letzte Pokalsaison. Plus,
fast der entscheidende Faktor, also auch gerade wenn man das Leverkusen-Spiel sieht letztes Jahr. Das ist ähnlich wie wir, würde ich fast sagen, eine Mannschaft, die nie aufhört. Also wenn man da führt, darf man nicht davon ausgehen, da spielt man jetzt locker runter, sondern die hören nicht auf. Und das ist, wie gesagt, ja, das ist eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft, vor der wir großen Respekt haben. Nichtsdestotrotz haben wir den Anspruch, morgen Abend hier weiterzukommen. Ich glaube, das ist auch klar. Heidenheim ist auch stark nach Ecken. Das hat man jetzt auch gerade gegen St. Pauli gesehen. Das ist ja nicht gerade eure Stärke, das zu verteidigen. Inwieweit habt ihr da schon ein bisschen Bammel? Ja, mit der Frage habe ich wirklich gerechnet heute. Bammel haben wir nicht. Das ist klar, Heidenheim hat einen extrem guten Standardschützen mit Schnatterer, das wissen wir. Sie haben gute Kopfballspieler, sie sind aber auch variantenreich. Man hat jetzt im letzten Spiel gegen Pauli auch wieder die eine oder andere Variante gesehen. Wir haben natürlich sehr, sehr lange jetzt auch sie beobachtet, also nicht nur das Pauli-Spiel, sondern eine Menge mehr Spiele. Sie variieren ihre Varianten. Darauf müssen wir uns einstellen, das ist überhaupt keine Frage. Aber Entschuldigung nochmal, das habe ich auch nach Leverkusen gesagt. Wir müssen wachsam sein und jeder muss seine Aufgabe erfüllen und dann gibt es auch kein Problem bei defensiven Standards und das ist eine klare Ansage an die Jungs. Die Fans machen einen sensationellen Job, wenn man das so sagen kann, wenn das ein Job ist, ich weiß nicht, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also die Unterstützung ist wahnsinnig. Ich sage immer noch, bei der 3-0-Heimniederlage gegen Leipzig, welches Gespür die Fans da für uns hatten, das war schon enorm. Wir sind in der Verantwortung. Klar, wir hatten jetzt ein paar schwierige Heimspiele, das muss man sagen. Düsseldorf-Hertha waren natürlich nicht zufriedenstellend. Leipzig, sage ich immer noch, unter den Voraussetzungen war das trotzdem ein sehr ordentliches Heimspiel, was wir abgeliefert haben, was auch honoriert wurde. Aber wir wollen schon auch punktemäßig und siegmäßig wieder dahin, wo wir letzte Saison auch waren, im Weserstadion. Das ist überhaupt keine Frage, aber liegt in unserer Verantwortung, nicht in der Verantwortung der Fans. Die sind eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, immer da und daran liegt es garantiert nicht. Nicht nur ihr kennt mich jetzt 2 Jahre, sondern die Jungs auch. Und ich glaube nicht, dass wir diese Gefahr haben. Also in den 2 Jahren, die ich hier bin, haben wir das aus meiner Sicht in keinem Spiel gehabt. Und ich finde das auch, also ich habe letztes Mal irgendwann gesagt, ich gehe von PKs und mache mir mehr Sorgen als vorher. Also den Gedanken habe ich nicht. Das wird so nicht sein. Die werden da sein. Das Weserstadion ist nahezu ausverkauft im Heimbereich oder im Heimbereich ausverkauft. Das ist ein ganz wichtiger Wettbewerb für uns. Die Jungs wissen auch, das ist auch ein Zweitligist. Das ist jetzt nicht in irgendeiner Form auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern wir werden Vollgas spielen. Außerdem ist es, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, du kannst die Wettbewerbe trennen, aber du kannst die Leistungen nicht trennen. Und es wäre schon auch unter ganz vielen Aspekten enorm wichtig, morgen zu gewinnen. Das wissen die Jungs und so werden wir auftreten. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Und sollte ich den Hauch davon spüren, kann man sich relativ sicher sein, dass ich versuchen werde, dem entgegenzuwirken. Hast du eigentlich mal mit dem Gedanken gespielt, Stefanos Capino vielleicht auch einen Satz zu geben im Pokal? Nein. Ich schätze Capi sehr, das wisst ihr, das habe ich auch mehrfach schon betont, aber wir haben eine klare Nummer 1, das ist Pavlas und genau das meine ich, bei uns gibt es keine Wertigkeit von sowas, also von Pokal oder Liga, das sind Pflichtspiele, das sind ganz wichtige Spiele für uns, wir wollen was erreichen und deshalb werden wir mit der bestmöglichen Aufstellung spielen und Pavlas ist unsere klare Nummer 1. Gesungen wurde heute Morgen zu Hause in der Küche von meiner Frau und meinen Kindern. Mannschaft nicht. Und ja, ansonsten habe ich natürlich den Tag hier ganz normal verbracht, einen ganz normalen Arbeitstag und mit den Kollegen natürlich auch ein Stückchen Kuchen gegessen und bis jetzt einen schönen, angenehmen Tag gehabt. Mein größter Wunsch. Erstmal für mich persönlich wünsche ich mir eigentlich nur Gesundheit ich weiß gar nicht, ob man sich für morgen was wünschen darf, was wünschen sollte und wenn ja, liegt das ja auf der Hand. Ronny, ich nochmal fragen, die Frage mit der Bremer Viererkette bei Heidenheim. Wie schaut man dann so als Sportchef dahin, wenn auf einmal 4 aus eurer Jugend, die bei euch waren, dann auf einmal bei einem Verein spielen und ja immer in zweite Liga? Ist man da so ein bisschen stolz oder froh, dass die auch ihren Weg gegangen sind?
Absolut, ich glaube, das ist schon auch ein Kompliment für unsere Nachwuchsarbeit, dass bei so einem gestandenen Zweitligisten wie Heidenheim dann eine komplette Viererkette mit Jungs bestückt ist, die Werder Jugendmannschaften durchlaufen haben und auch wirklich lange durchlaufen haben, vor allem Manon und Olli. Und es freut uns, dass sie in den Weg gegangen sind. Ich habe regelmäßig Kontakt mit Holger Sanwald von Heidenheim und haben uns natürlich auch über die Spiele ausgetauscht, sind sehr, sehr zufrieden, nicht nur fußballerisch, sondern was für uns ja auch immer wichtig ist in der Nachwuchsarbeit, dass wir sie als Persönlichkeiten ausbilden mit guten Charakteren und das kann man für alle vier zu 1000% auch unterstreichen und die Jungs sind den Weg gegangen, es war nicht immer einfach, es ging auch mal ein bisschen runter und die Erwartungen sind vielleicht nicht direkt so erfüllt worden, aber alle sind dran geblieben, haben sich das wirklich auch sehr, sehr hart erkämpft, da wo sie jetzt sind. Und ich glaube auch, dass Norman vielleicht ein bisschen ausgenommen, der eher am Ende seiner Karriere auch ist, für alle drei auch noch deutlich mehr möglich ist als zweite Liga.